Zu Beginn waren es kleine Steine, die Dora von unseren Streifzügen durch die Wälder mit nach Hause nahm, wenn wir Beeren oder Kräuter sammelten. Leicht nach vorne gebückt, mit den Augen am Boden umherstreifend, ging sie durch den Wald, löste den einen oder anderen Stein vorsichtig aus dem Erdboden, darauf bedacht, ihn nicht mit allzu großer Gewalt aus seiner Lage zu lösen. Behutsam streifte sie das Erdreich und die Krabbeltiere ab, um den Stein dann fest in beide Hände zu nehmen und ihn abzutasten. Ich spüre seine Wärme, sagte sie zu mir, komm, fühl auch du. In den ersten Frühsommertagen schlief Dora unruhig, als hätte sie eine Vorfreude gepackt auf die zuerst länger, dann unendlich lang werdenden Tage. Ich wachte auf, wenn sie mit ihren Füßen nach den meinen tastete, ihre Beine um die meinen schlang und mit der Sohle die Unterschenkel entlang fuhr, langsam im Halbschlaf versunken. Ich wandte mich dann zum Fenster hin, um zu schauen, ob die Sonne bereits aufgegangen war. Wir verdunkelten das Schlafzimmer nicht, wie es die meisten hier taten. Und so hatten wir über die Jahrzehnte unseren Tagesrhythmus dem Lauf der Sonne angepasst. Um 4:30 begannen die Möwen auf der Insel ihre Schreie auszustoßen, schrill und rau, ein paar wenige Laute zuerst, die dann zu einem Dickicht an Stimmen anwuchsen. Anfangs verstand ich nicht, was Dora schon so früh am Morgen hinausdrängte. Kaum hatten wir unseren Tee getrunken und das Brot gegessen, trieb sie mich an, um ja bald zu jenem Ort zu gelangen, an dem die Felsen, stromlinienförmig und flach wie gestrandete Buckelwale, eine Bucht bildeten. Die Stämme der einzelnen Birken, die zwischen ihnen wuchsen, hoben sich gegen das Grau des Gesteins ab, leuchteten sanft im Licht des Morgens. Der Schilfgürtel bewegte sich sachte im leichten Wind. Es waren Momente der Ruhe. Die Sonne hatte die gesamte Kraft ihres Lichts noch nicht entfaltet, alles harrte des Kommenden. Im Sommer des Jahres 1939, in dem so viel entschieden werden sollte, lernte ich Dora kennen. Sie kam für einen Monat zu ihrem Vater, Herrn Armando, aus Rom in die Berge. Für mich 14-Jährigen war der Aufenthalt dieses gleichaltrigen Mädchens ein Abenteuer, die Begegnung mit einer mir unbekannten, fremden und auch geheimnisvollen Welt, der ich mich anfangs zurückhaltend und scheu näherte. Doch Doras unbefangene Art machte es mir nicht schwer, dass auch ich mich ihr zu öffnen begann. Ich hatte meine Arbeit beim Krämer und ging Mutter zur Hand, wann immer es ging. In den Stunden, die ich am Wochenende am Hof verbringen konnte, erlebte ich Herrn Armando von einer neuen Seite, sich aufgeweckt, mit seiner Tochter unterhalten, die alles zeigen kann, ich erlebte ihn nachdenklich, wenn Dora und ich am Tisch saßen und in unserer jugendlichen Naivität, die uns über die jeweiligen Sprach- und Mentalitätsunterschiede hinweg verband, von diesen und jenen Scherzen hörte. Dora war aufgeweckt, neugierig und wie der Vater interessiert. Was Herrn Armando eine dunkle Wolke ins Gesicht schob, war dann, wenn Dora von Duce zu reden begann, auf eine mädchenhaft schwärmerische Art, als handle es sich um einen Filmstar. Sie begeisterte sich dafür, wie keck er auf den Abbildungen in Piccola, jener Zeitschrift, die Dora las, im sommerlichen Regione abgebildet, die Baskenmütze auf dem Kopf trug, passend dazu die weißen Hosen und den dunkelblauen Marinepullover. Sie zeigte mir ein Foto vom Strandspaziergang des Duce aus dem Jahr 1936, schwarzer Anzug zugeknüpft, der Kragen des weißen Hemdes blitzt hervor. Weit ausholenden Schrittes geht er am Strand entlang, im Stechschritt fast, den Kopf hoch erhoben, die Augen gerade ausgerichtet. Der Himmel ist bewölkt, die Wellen wischten, nicht übertrieben, aber doch, er geht ganz knapp am Wasser. Das Sonnenlicht dringt milchig durch die Wolken, einzig über seinem Kopf ist es aufgehellt. Ein Diktator, der nicht nur die zujubelnden Rufe der Masse, sondern sogar die meteorologischen Verhältnisse auf seiner Seite hat. Wieso sollte er sich hinterfragen? Von seinen durchdringenden Augen schwärmte sie, die, so meinte Dora, bis ins Innerste vorzudringen imstande waren, von seinem hypnotisierenden Blick. Sie erzählte mir von ihrem Auftritt als Piccola Italiana im Stadion von Rom, wo der Duce höchstpersönlich leidenschaftliche Worte an die Mädchen gerichtet und sie angefeuert hatte, ihr Bestes zu geben für ihre Heimat, Familie, Staat und Faschismus. Als hätte er zu mir persönlich gesprochen, ja, hatte Dora gerufen, mich aufopfern, das werde ich einmal tun. Für etwas Großes, keine Kinkerlitzchen. Ihre Augen flackerten, zwei unruhige Kerzen im Wind.
Herr Armando warf einen Blick hinüber zur Mutter, die zwar nicht den Sinn der einzelnen Worte, jedoch sehr wohl verstanden hatte, dass in diesem Mädchen etwas Unheimliches brannte, das nur darauf wartete, vom Leben gelöscht zu werden. Es war schwer für mich, als Jungen aus der peripheren Bergwelt, in der der Faschismus jegliche Eigenart und Eigenständigkeit unterdrückte, jenem Mädchen zuzuhören, das aus dem Zentrum der Macht kam, dort ein Leben zu führen schien, in dem die großen Filme sowohl Hollywoods als auch des langsam entstehenden italienischen Kinos genauso präsent zu sein schienen, wie die Treffen mit den Freundinnen auf der Piazza, das Gymnastiktraining, das Studieren der Werke von Dante und Petrarca, die Paraden und Aufmärsche, das Erlernen der wichtigsten Stick- und Strickmuster. Alles war unbekannt und neu für mich, exotisch und schwer vorstellbar. Wie konnte so viel Unterschiedliches in einem einzigen Leben Platz haben? Ich sog ihre Worte auf, saß ihr manchmal verständnislos, aber wissbegierig gegenüber und ließ mich von ihr in jene Welt entführen, von der ich nicht wusste, was ich davon halten sollte. Ich wusste nur, dass es nicht die meine war und nie die meine werden würde.